LSD besser als Alkohol? Drogen allgemein? Was ist meine Meinung zu LSD? Was ist meine Meinung zu Alkohol? Ich habe ein spannendes Video gefunden. Ist LSD wirklich besser als Alkohol? Die Volksdroge Nummer 1? Heute nehmen wir uns wirklich mal dieses Video hier vor. LSD oder Alkohol? Wer hat sich nicht auch schon diese Frage gestellt? Wahrscheinlich niemand, aber das machen wir heute. Und bevor du voreilige Schlüsse ziehst, möchte ich 7 faszinierende Fakten mit dir teilen, die das traditionelle Verständnis von LSD in Frage stellen könnten. Ich sag dir jetzt schon, das wird richtig krass. Vor allem einer davon, da zeige ich dir nämlich eine wissenschaftliche Studie, bei denen Alkoholikern LSD gegeben wurde. Vielleicht auch nochmal kurz vorab, generell über den Kanal Set und Setting. Also er berichtet sehr, sehr viel über Psychedelika, hab mir auch schon mal das ein oder andere Video von ihm angeschaut. Das Video tatsächlich noch nicht, das schauen wir uns jetzt gleich wirklich gemeinsam an. Also man sieht jetzt hier ganz klar, die wollen das nicht irgendwie verherrlichen oder irgendwie 12-Jährigen sagen, ey, probieren wir jetzt mal alle Drogen aus. Nee, also da auch mal direkt von mir die Warnung am Anfang, ja, also ganz, 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 ganz wichtig, ja. Das ist keine Empfehlung, das ist kein Ratschlag, das sind lediglich jetzt persönliche Erfahrungen von ihm und gegebenenfalls persönliche Erfahrungen von mir, auch mit dem Thema Alkohol. Ja, ich denke mal, die meisten meiner Zuhörer sind über 18 Jahre, gerade in Deutschland auf dem Dorf, die fangen eh mit 12 an zu saufen, aber ist ein anderes Thema. Jägermeister! Wir wollen einfach jetzt wirklich mal das Thema anschauen, weil ich denke, das ist sehr, sehr spannend, auch gerade für Unternehmer, gerade für Menschen, die Business machen. Können da Substanzen wie LSD sogar vielleicht manchmal helfen? Also ich bin gespannt, seine Sichtweise, und ich werde euch natürlich, wie gesagt, auch meine Sichtweise teilen. Doch, wie immer, bitte denke daran, dass die Informationen dieses Videos hier mit Verantwortungsbewusstsein und im Kontext des Gesetzes deines Landes genutzt werden sollten. Hier geht es um evidenzbasierte Aufklärung, nicht um unterhaltsamen Kindergeburtstag. Also zumindest meistens nicht. Okay, erster Punkt. LSD hat weniger negative Effekte. Okay, dazu habe ich eine Liste vorbereitet, und zwar zu den negativen Effekten von LSD erstmal. Die sind Angstzustände, Verwirrtheit, Panik, Paranoia, Auslösen vorhandener psychischer Störungen, zum Beispiel Psychosen, Verschlechterung der psychischen Gesundheit, HPPD, spirituelle Einheitserfahrungen. Vielleicht nochmal kurz zurück auf LSD. Also LSD ist ja grundsätzlich ein Psychedelika, also ähnlich auch wie Mushrooms. Pilze. Kennt der eine oder andere vielleicht schon mehr als LSD, also letztendlich die halluzinogene Wirkungen letztendlich irgendwo hervorrufen so. Mushrooms habe ich persönlich ja auch Erfahrungen mit, ja, hier in Bali tatsächlich das erste Mal gemacht. Ich will nicht sagen, dass das Ganze hier legal ist, aber zum Beispiel auf der Nebeninsel Gili, da gibt es wirklich am Strand solche Bars, da kannst du dir Mushroom-Shakes ordern und dann hast du für 3 bis 4 Stunden, ja, und so ein bisschen so optische Veränderungen, sage ich mal so, und letztendlich ist es da auch immer so ein Thema, wie nutzt man das? Ist man einfach mit Freunden, dass man, was wirklich einfach gemeinsam ist, eine lustige Zeit hat in dem Sinne, oder nutzt man es wirklich für sich selber, um wirklich mal tiefer in sich reinzuschauen? Also da gibt es ja auch ganz, 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 ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Okay, kommen wir zu Alkohol. Leberschäden, körperliche Abhängigkeit. Erhöhtes Krebsrisiko, Herz-Kreislauf-Probleme, Magenschleimhautentzündung, beeinträchtigte Gehirn-, Leber- und Nierenfunktion, erhöhtes Unfallrisiko, eingeschränkte Entscheidungsfähigkeit, Gewichtszunahme, erhöhter Blutdruck, Schlafstörung, Hautprobleme, Beeinträchtigung der sexuellen Funktion, sozialer Rückzug, Depressionen. Angstzustände, Psychosen. Also Alkohol tatsächlich sehr, sehr viel, und da auch vielleicht zu mir persönlich zu Alkohol. Also ich persönlich trinke eigentlich so gut wie nie Alkohol. Whisky ansonsten. Ansonsten mal, wie gesagt, mal einen schönen, guten Whisky dann irgendwie so. Oder wie gesagt, so ein Portwein, so ein süßer Wein, zum Beispiel in der Business Class im Flieger. Da so ein Portwein, bevor man schlafen geht, so ja, aber das war es eigentlich auch schon so, wo mein persönlicher Alkoholkonsum letztendlich hingeht. Wie sieht es bei dir aus, ja? Schreib es mir auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare. Bist du derjenige, der sagt, ey du, Feierabendbier muss auf jeden Fall sein? Oder wie ist da so deine generelle Einstellung zu? Oder wenn Alkohol, was trinkst du letztendlich am liebsten? Schreib es mal rein. Bei 10% aller Alkoholkranken kommt es tatsächlich zu einer Psychose. Und die Leute denken immer, dass nur bei LSD kriegt man ja Psychosen. Naja, Aggression. Schlaganfallrisiko. Okay, also die Liste geht natürlich noch unendlich viel weiter. Und ich könnte mir natürlich jetzt bei LSD auch noch ganz viele Sachen aus den Fingern saugen, aber das sind so die bekannten Nebenwirkungen, die es für LSD und für Alkohol gibt. LSD hat eigentlich fast nur psychische negative Effekte und kann körperlich überhaupt nicht abhängig machen. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr positiver Punkt. Körperlich nicht abhängig machen. Ja, da hatte ich letztens eine Diskussion drüber, was denn das Stärkste ist, was am stärksten süchtig macht. Und tatsächlich ist das Nikotin. In Zigaretten, soll sogar süchtiger machen als Heroin, ja? Also das, was die Junkies am Frankfurter Bahnhof sich irgendwo in die Venen spritzen, sage ich mal so. Und das fand ich schon heftig. Also ich habe zum Glück noch nie mit dem Rauchen angefangen, so. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie viele Menschen rauchen und wirklich täglich dieses Nikotin konsumieren, ist heftig, ist heftig. Hingegen das Nervengift Alkohol kann so ziemlich jeden Teil des Körpers schädigen. LSD kann nicht töten. Diese Studie hat untersucht, ob LSD eigentlich giftig sei, und hatte keine Anzeichen dafür finden können.
Die letale oder tödliche Dosis, auch LD50 genannt, liegt bei LSD bei 16 bis 46 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das wurde mit Ratten getestet. Also so von den LSD-Dosierungen, da rechnet man ja eigentlich in Mikrogramm, sag ich mal so, ne? Also da muss ja schon ein Schwimmbecken aussaufen. Da hat man nicht so eine großen LSD-Behälter generell gesehen. Also unrealistisch. Also schon mal ein positiver Fakt. Ja, wenn wir sehen, wie viele Menschen an Alkohol sterben, boah, ist eine sehr, 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 sehr große Menge. Oder wie viele Menschen wirklich Organschäden haben und Einschränkungen im Leben haben. Auch heftig. Auch ganz, 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 ganz heftig. Bei Menschen gibt es gar keine Daten, da noch nie jemand durch die direkte Wirkung von LSD gestorben ist. Es gab also noch nie eine tödliche Überdosis. Obwohl ich da sagen muss an der Stelle, wenn du, glaube ich, zu stark LSD nimmst und diese Optik zu stark sind, kannst du dich sehr, sehr schnell in sehr, sehr lebensgefährliche Situationen begeben. Das sollte man an der Stelle nicht unterschätzen, weil, klar, gut, bei Alkohol natürlich dementsprechend auch, da werden auch deine Sinne irgendwann dementsprechend so blockiert, dass du in gefährliche Situationen kommst oder auch wie viele Menschen sind schon durch Alkohol, wegen Alkohol an einem Verkehrsunfall gestorben und so weiter. Klar, kann man aber, da würde ich jetzt nicht sagen, dass LSD in dem Sinne besser ist, weil wenn du da eine zu hohe Dosierung hast, kann es definitiv auch gefährlich werden, weil deine Wahrnehmung natürlich auch komplett verzerrt ist in dem Sinne. Denn bei dieser LD50 von eben müsste ein normaler Mensch also 2,4 Gramm LSD konsumieren, was bei LSD eine 24.000-fache Überdosis bedeuten würde. Bei Alkohol hingegen stirbt alle 12 Sekunden ein Mensch in Deutschland an den Folgen von Alkohol. Krass, ne? Also alle 12 Sekunden stirbt ein Mensch in Deutschland an Alkohol. Und das ist legal und kann man dementsprechend überall kaufen, ne? Weil es dementsprechend einfach Tradition ist, sag ich mal so, ja? Und Menschen machen Wettbewerbe mit Trinken, aber heftiger Fakt, alle 12 Sekunden, also das hätte ich nicht so eingeschätzt, krass. Wie viele davon an einer direkten Alkoholvergiftung versterben, ist unbekannt. Vor kurzem habe ich jedoch in Rostock einen Notarzt interviewt, das war richtig spannend, und der erzählte mir, dass er alleine immer wieder, also nur durch seinen Einsatz, er immer wieder Menschen für tot erklären muss, nachdem sie einfach nur zu viel gesoffen haben. Spannend ist auch die Übersicht von Wikipedia, die ich hier für dich rausgekramt habe. Da siehst du das nochmal grafisch aufbereitet. Okay, also hier in dieser Statistik ist dann Nikotin unter Heroin, aber auf einer Stufe wie Morphin, also Morphium, ja, was Menschen, die Krebs im Endstadium haben, vor dem Tod bekommen, sag ich mal so, ja, und noch höher als Kokain, ja, also heftig, ja, ich glaube, das ist vielen Menschen gar nicht bewusst, dass wirklich Nikotin so viel mehr abhängiger macht als Kokain. Ich dachte wirklich so, Kokain, Heroin, das sind so die allerhärtesten Drogen, die du irgendwie reinhauen kannst, so, aber tatsächlich Nikotin damit drin. LSD ist da ganz links unten zu finden und Alkohol fast ganz rechts, nah an Heroin und Morphin. Komisch. Ich dachte ja, Saufen wäre cool. Zumindest wird es mir so von Medien, Gesellschaft, Kultur und Gesetz suggeriert. LSD hat mehr positive Effekte. Also erstmal natürlich wieder meine schöne Liste. Positive Effekte von Alkohol. Entspannung, Stimmungssteigerung, mögliche kardiovaskuläre Vorteile. Da kann ich zustimmen. Gerade so vor Bodybuilding-Wettkämpfen gibt es den einen oder anderen, der sich da mal einen kleinen Schnaps dementsprechend gönnt, damit eben die Adern auf der Bühne mehr rauskommen. Ich persönlich habe das mal ausprobiert und es war gar nicht gut, weil ich dadurch auch wieder mehr angefangen habe zu schwitzen und meine ganze Farbe ist verlaufen. Also bei mir ging es komplett daneben. So. Aber grundsätzlich kardiovaskuläre Vorteile, ja. Soziale Lockerung, Verbesserung der Verdauung, Schmerzlinderung, mögliche Verbesserung des HDL-Cholesterins. Ja, so, das war's schon. Da sind wir eben dabei, auch in Maßen. Letztendlich ist es, glaube ich, fast überall so, ja. Die Menge macht das Gift, ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Weil ich persönlich bin kein Freund von Verboten von Drogen. Ich bin mehr ein Freund von Aufklärung, die richtige Handhabung und die Wirkungsweisen erklärt. Eben genauso, wie er es auf seinem Kanal macht. Und deswegen mache ich auch gerne ein Reaction-Video da drauf. Weil ich finde es wichtig, dass Menschen ein Bewusstsein eben auch für solche Themen haben. Und nicht sagen, oh, das ist verboten, das ist schlecht. Allerdings, weil ich glaube, gerade wenn man jetzt zum Beispiel, wir reden ja immer von der Jugend, den Kindern sagt, das ist verboten, das darfst du nicht. Und wenn du das machst, dann gibt es Hausarrest oder gibt es eine links und rechts, ja. Genau dann ist ja eben auch dieser Reiz für Kinder da. Ich glaube, eher so diese Aufklärung in diesem Bereich, ja, die Menschen die Wirkungsweise erklären, was sind Risiken, was sind gegebenenfalls Vorteile, was sind die ganzen Nachteile. Ich glaube, das ist der richtige Weg, wie man umgehen sollte. Was sagst du dazu? Hier ist das Kommentarfeld. Bin gerne für eine Diskussion da drin bereit. Ihr könnt auch untereinander kommentieren. Schreibt es mal gerne rein. Jetzt LSD. Erweiterte Wahrnehmung, erhöhte Kreativität, intensivierte Gefühle, spirituelle Erfahrungen, Selbsterkenntnis, Gefühl der Verbundenheit, therapeutisches Potenzial, erhöhtes Empathievermögen, Veränderung festgefahrener Denkmuster, erhöhte Problemlösungsfähigkeit, inspiratives Denken, Verbesserung der Stimmung, Einsichten in das Unterbewusstsein. Unterstützung in der Psychotherapie für Depression, Süchte und posttraumatische Belastungsstörungen. So, jetzt haben wir hier extrem viele Vorteile. Grundsätzlich, ja, ich habe schon mal LSD-Erfahrungen gemacht. Also ich kann es auf jeden Fall an einer Hand abziehen. Ich glaube, es waren 3
oder viermal. Auch da eben, weil ich dieses Interesse hatte. Grundsätzlich kommt das LSD ja eben aus der Medizin und haben das gemerkt, dass das wirklich den Menschen hilft, dass sie dort wirklich andere Sichtweisen kommen. Eben gerade wenn du Problemlösungen hast, gerade wenn du irgendwo so in einer Sackgasse bist und du brauchst einfach mal einen anderen Blickwinkel auf Dinge, wie zum Beispiel im Business, dann finde ich, kann man sehr, sehr gut einsetzen, ja. Auch da natürlich wieder Dosierungssache. Selbsterkenntnis, Empathievermögen und eine gewisse Verbundenheit. Ja, es ist wirklich, man kann es gar nicht so richtig dementsprechend beschreiben, aber so die ganzen Punkte, inspiratives Denken, also ja, würde ich zustimmen, so, ja. Also so langsam frage ich mich, warum LSD eigentlich die eher verbotene Substanz ist. Aber da hat sich jemand ganz Schlaues bestimmt was dabei gedacht. Das Gesetz ist ja schließlich von Alkoholikern, von ganz bewussten Menschen so gemacht worden. So, ja. LSD ist unberechenbarer. Die Wirkung von Alkohol ist ja relativ bekannt, wie du eben bei den positiven Effekten gesehen hast. Doch was LSD im Gehirn macht, ist nicht eine bestimmte Hemmung oder Förderung von Gehirnfunktionen, wie es ja bei Alkohol ist, sondern es sorgt dafür, dass innerhalb des Gehirns mehr Kommunikation stattfindet. Also, dass quasi fremde Hirnnetzwerke plötzlich wie wild miteinander kommunizieren können. Das macht es auf jeden Fall unberechenbarer, weil wer weiß schon, was passiert, wenn sich da oben drin ein paar Neurone unterhalten, die bisher noch nie in deinem ganzen Leben miteinander zu tun hatten. Das könnte auch dementsprechend so mit der Grund dafür sein, warum einige nach so einem LSD-Trip ihr komplettes altes Leben hinschmeißen und dementsprechend dann irgendwo eine komplett neue Richtung einschlagen, weil das vielleicht schon lange, lange Zeit in ihnen drin ist, aber ihnen hat genau das eben, dieser Impuls letztendlich irgendwo gefehlt und dann sagen die Menschen, hey, du bist ja verrückt geworden, hey, was hat das mit dir gemacht? Deswegen kann es, wie gesagt, manchmal helfen und die LSD, es gibt ja wirklich noch härtere Sachen in dem Sinn, wie zum Beispiel dieses Bufo, dieses Froschgift oder Ayahuasca, wo ich persönlich noch gar keine Erfahrung habe, aber was mich schon mal irgendwo interessieren würde, aber wenn dann wirklich irgendwo in Südamerika, wirklich mit Schamanen so angeleitet und sowas, da würde ich so eine Experience irgendwo mal machen, habe aber bis jetzt da noch keine Experience. Hast du schon mal sowas ausprobiert? Lass mich auch mal gern wissen, aber heute geht es ja um LSD, deswegen schauen wir uns mal hier weiter an. Auf der einen Seite wirkt es beängstigend und das sollte es auch sein, denn das bedeutet umso mehr, dass Konsumenten sich viel vorbereiten und ausreichend informieren sollten, bevor sie so eine psychedelische Erfahrung machen wollen. Auf der anderen Seite ermöglicht es aber auch, dass wir quasi neue Perspektiven bekommen, unser Bewusstsein erweitern können, also dass etwas geschaffen wird in uns, das vorher nicht möglich war, das nicht existiert hat, weil die Verknüpfung noch nicht hergestellt wurde. Also, was LSD unberechenbarer macht, hat es auf der anderen Seite auch wieder als mögliche positive Auswirkung. Ganz, ganz wichtig, bevor du sowas nimmst, ist jetzt, wie gesagt, keine Anleitung oder irgendwas, aber mach's nicht, wenn irgendwo so viele Menschen dementsprechend da sind, wo irgendwo eine unsichere Situation dementsprechend da ist, sondern wirklich in einem ruhigen, am besten irgendwo zu Hause mit schöner Umgebung, weil letztendlich die Umgebung, die nimmst du natürlich viel, viel stärker wahr, deswegen ist es da natürlich auch viel, viel besser, wenn du eben eine schöne Umgebung hast und eben nicht so viele Fremdeinwirkungen oder auch Fremdenergien letztendlich in dem Sinne hast. LSD kann legal gekauft werden. Was viele nicht wissen, es gibt ein paar findige Chemiker, die sich mit dem Gesetz auseinandergesetzt haben. Dabei haben sie erkannt, wenn sie die Molekülstrukturformel von LSD geringfügig abändern, dass es dann nicht mehr LSD ist. So, ist ja klar, es wurde halt abgeändert und jetzt nicht mehr LSD und dadurch nicht mehr vom Gesetz erfasst wird und dadurch legal ist. Das war tatsächlich damals bei einigen Trainingsboostern im Bodybuilding-Bereich so. Da gab es wirklich Trainingsbooster, die hast du dir vorher reingehauen und du dachtest, Alter, was passiert hier mit mir? Teilweise auch viel zu doll und gar nicht trainingsfördernd. Und dann wurde das verboten, dann wurde eine Struktur verändert, dann war es wieder erlaubt. Bis es wieder verboten wurde, wurde wieder was verändert. Und so sind diese ganzen Trainingsbooster immer weitergegangen so. Das weiß ja nicht mehr von den Gesetzbüchern, das steht da halt nicht mehr drin. Das Spannende daran ist, dass die Wirkung dieser neuen Chemikalien der von LSD zu 1:1 gleicht. Da gab es auch Studien dazu, wie diese hier und auch diese hier, die haben das mit Experimenten, die sie an Ratten durchgeführt haben, bestätigen können. Aktuell gibt es also legales LSD zu kaufen. Die momentane Variante davon heißt 1D-LSD und kann quasi online und auch offline ganz normal bestellt werden. Ich habe dir in der Videobeschreibung mal unseren Artikel zu 1D-LSD gepackt. Das ist mir tatsächlich neu. Das wusste ich nicht, dass man das so legal dementsprechend irgendwo bestellen kann. So kriegt man es dementsprechend, kann man es kaufen von der Apotheke aus einer sicheren Umgebung. Ja? Wenn du etwas verbietest, was passiert? Schwarzmarkt, das Ganze wird irgendwie gepuncht, da ist irgendein anderer Scheiß mit drin, du weißt gar nicht, was du dementsprechend nimmst. Nachher sind irgendwelche K.O.-Tropfen drin oder was weiß ich so. Macht es Sinn, das Ganze zu verbieten oder das Ganze, wie gesagt, eher darüber aufzuklären? Der makaberste, interessanteste Punkt auch irgendwie, LSD heilt Alkoholsucht. Das ist so ziemlich der spannendste oder vielleicht auch witzigste Punkt, wobei es auch irgendwie nicht zum Lachen ist. In Deutschland haben ca. 1,6 Millionen Menschen einen problematischen Umgang mit Alkohol. Heftig.
eine große Anzahl. Das sind, denke ich, nur die offiziellen Zahlen. Ne? Und das ist schon, haben nur ein Problem. Also da sieht man mal, wenn die schon ein Problem damit haben und das schon öffentliche Statistiken haben, wie viele Menschen sind dann dementsprechend wirklich im Konsum? Also, oder auch im übermäßigen Konsum. Und jetzt der Clou. Es gab in den 50er und 60er Jahren, als LSD noch legal war, viele wissenschaftliche Arbeiten, um alkoholkranke Menschen mit LSD-Therapie zu heilen. Das Ganze ging sogar so weit, dass es in manchen Krankenhäusern schon Abteile gab, bei denen Alkoholsüchtige mit LSD behandelt wurden. Das ist wieder eine neue Erkenntnis. Ich wusste, dass es schon mal angewendet wurde und es sehr, sehr positiv war. Aber dann natürlich die, das ist jetzt natürlich wieder eine Aussage, wo man mich wieder für ankreiden kann, aber die Pharmaindustrie, ja, die uns ja gesund machen soll, verdient dann ja nichts mehr an uns. An gesunden Menschen verdient die Pharmaindustrie nichts. Deswegen ist es ja gar nicht das Ziel der Pharmaindustrie, Menschen gesund zu machen. Ja? Weil wenn man sich mal die Umsätze anschaut, ja, das ist mit die umsatzstärkste Industrie der Welt, ja, und die ist nicht daran interessiert, dass alle Menschen auf einmal gesund sind. Nein, die sind daran interessiert, dass du noch das Medikament nimmst und wegen der Nebenwirkung von dem Medikament nimmst du jetzt das Medikament, dazu noch das Medikament und das und jetzt haben wir einen Batzen Geld an dir verdient. Ja, also, das ist eh wieder so ein Thema, da könnte ich jetzt ein stundenlanges Video drüber machen. Wir gehen weiter ins Video rein. Doch heute gibt es einige spannende Studien mit LSD, die in Arbeit sind, vor allem in der Schweiz. LSD scheint ein enormes therapeutisches Potenzial zu besitzen, genauso wie die anderen psychedelischen Substanzen, wie zum Beispiel psilocybinhaltige Pilze. Klar, wenn dein Gehirn anfängt, sich wie wild zu vernetzen, kann das ein optimales Zeitfenster sein, um deine Sucht zu überdenken. Eine Abhängigkeit ist ja wie eine sehr krasse Angewohnheit, die sich über Jahre oder Jahrzehnte in deine neuronalen Strukturen eingebrannt hat. Deshalb ist die unberechenbare Wirkung von Psychedelika hier möglicherweise so hilfreich. LSD betäubt nicht. Warum ist Alkohol in unserer Kultur eigentlich so beliebt? Seine dämpfende, betäubende Wirkung scheint irgendwie besonders attraktiv für den Großteil der Menschen zu sein. Und LSD macht eigentlich genau das Gegenteil. Ja, tatsächlich habe ich mich auch schon mit jemandem unterhalten, der eben auch so Alkoholprobleme dementsprechend im Sinne hat. Und er sagte tatsächlich, ey, pass auf, zack, um das Ganze zu betäuben, weil das ist in der Kindheit passiert und das war ja super, schon mal super, dass die Person offen darüber gesprochen hat. Wegen vielen Dingen in der Vergangenheit, die immer wieder hochkommen, will man das Ganze betäuben. Und gerade mit diesem LSD gehst du ja genau da rein und gehst eben zum Ursprung, kannst es dementsprechend auflösen und dann ist es weg. Ja, also definitiv, definitiv, definitiv. Und ich kenne, habe mich mit schon so vielen Menschen gesprochen, war ja schon viel in Thailand unterwegs, auch auf Koh Phangan, ja, wo auch gerade dieses Thema Psychedelika sehr, sehr groß ist. Und so viele Menschen getroffen, die so viele Dinge damit aufgelöst haben. Also ich stimme in den meisten Punkten jetzt so überwiegend wirklich hier komplett zu, dass LSD deutlich besser ist als Alkohol, ja. Das Gegenteil. Es verstärkt das, was bereits da ist, auf psychologischer Ebene. Wenn du also Angst hast, also in dir eine Angst schlummert und die möglicherweise rauskommen könnte, dann wirst du auf LSD mit dieser Angst konfrontiert und du kannst nicht mehr vor ihr wegrennen. Deswegen lieben Menschen den Alkohol so, sie können endlich die unangenehmen Emotionen, die sie nicht fühlen möchten, wegdrücken und können sich dann wieder wohl und entspannt in sich fühlen. Wo zum Teufel sind wir eigentlich falsch abgebogen, dass wir das als normal ansehen? Dass wir es normal finden, jeden Tag ein Bier zu trinken oder ein Gläschen Wein zum Abendessen? Ich glaube ja, wir haben einfach unglaublich viel Schiss, mal wirklich nach innen zu schauen. Und uns unsere vielleicht nicht so schönen Seiten an uns auch mal anzuschauen. Und das ist es ja, was LSD vereinfacht, manchmal sogar erzwingt. Und das macht LSD wirklich nicht für jeden geeignet, vor allem nicht für Menschen, die noch Angst vor sich selbst haben. Also eigentlich fast alle. Und das ist auch okay, wir alle haben Angst davor, aber hey, hinter dem Schatten wartet auch ganz viel Glück und Liebe. Das ist eine sehr, sehr spannende Aussage, die er gerade getroffen hat. So, also ich glaube tatsächlich, sehr, sehr viele Menschen stecken auch im Überlebensprozess fest. Das, was bedeutet das? Gerade weil wir hier auf dem Kanal sind, wo eben das Thema Finanzen prägnant ist. Ja? Also wenn du noch nicht einen gewissen finanziellen Status hast, ja, denkst du ja immer, ey, wie soll ich meine Rechnung im nächsten Monat bezahlen? Und so weiter. Du bist immer auf der Suche, dein Business dementsprechend besser zu machen, mehr Geld zu verdienen, ja? Das bessere Investment zu machen, um irgendwo diese finanzielle Sicherheit zu haben, um sich gegebenenfalls danach mit dir selber zu beschäftigen. Allerdings geht meiner Meinung nach das Ganze einher, weil je mehr du dich mit dir selber beschäftigst, je mehr du reiner mit dir selbst bist, je mehr du dir bewusst über dich selber bist, über deine Fähigkeiten, über deine Natur, über die Energien, die auf dich wirken, ja, jetzt könnte ich da auch wieder tief drauf eingehen, ja, machen wir gerne in einzelnen Sessions, wir machen jetzt ja auch immer die Live-Calls, die Inspiration-Calls, war jetzt eben auch schon ein so ein Call online, kannst natürlich auch vor Join, ist in der Videobeschreibung, Inspiration-Calls, wird auch Teil eben genau solche Fakten, solche Themen dementsprechend sein, in Kooperation mit Nathan Lindenberg und dem Adrian Harig, ganz, 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 ganz spannend, kannst du natürlich kostenfrei dabei sein, also wie gesagt, mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Abonnier direkt meinen Kanal, wenn es dir gefallen hat. Lass einen Daumen nach oben da und wir sehen uns schon bald beim nächsten Video. Du hast auch LSD genommen, ne?